Moin Leute, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach einen Skin bei einer Waffe auswählen könnt. Voraussetzt ist einmal, dass ihr diesen Skin überhaupt besitzt. Als zweites, dass ihr die Waffe unter dem Technologiebaum erlernt habt. Und als drittes müsst ihr beachten, dass Waffen, die ihr bereits besitzt oder aber auch derzeit gefunden habt, nicht mit einem Skin ausgerüstet werden können. Es gilt nur für neu hergestellte Waffen. Aufgrund, dass wir natürlich eine Waffe herstellen möchten, müssen wir natürlich erstmal zur Waffenwerkbank gehen. Dort haben wir einmal die Möglichkeit, auf der linken Seite sehen wir natürlich alle, ne, Waffen, die wir besitzen. Es gibt natürlich Skins für Waffen, aber auch für Tools, das heißt für Kettensäge oder auch für Presslufthammer. Es werden auch nur, das heißt, das hier, diese zwei Buttons, werden auch nur angezeigt, wenn ihr wirklich diesen Skin besitzt. Beispiel. Ich habe jetzt einen Skin für die doppelläufige Schrotflinte. Das wäre der rote Skin jetzt hier. Drachentöter heißt er auf Deutsch. Somit können wir auch dann theoretisch hier, wie ihr schon seht, einfach hin und her switchen und dann den Skin auswählen. Für die Kettensäge gibt es auch einen Skin. Aufgrund, dass ich den nicht habe, wird mir auch dieser Button nicht angezeigt und ich muss dann hier draufklicken. Für die Silberfuchs-Jagdpistole habe ich zwei Skins. So sieht das aus. Einmal ein Goldadler. Und einmal Gegenwind. Und da können wir dann auswählen, welchen Skin wir haben wollen. Theoretisch könnt ihr auch sehen, welcher Skin oben ausgewählt ist. Einmal, ne, wird dann oben das Icon aktualisiert. Und einmal ist dann das Skin auch gelb hinterlegt. Ohne dass wir als Kinderes passende Ressourcen dafür haben, fortschrittliche Komponenten für uns, machen wir es bei der doppelläufigen Schrotflinte. Wir gehen wieder auf Außen. So sehen Skins. Wählen den roten Skin aus. Das wäre einmal Vanilla Skin, das wäre jetzt der allgemeine rote Skin, Drachentöter. Und klicken einmal auf Ausführen aus. Und wir sehen, unten links wird jetzt der Skin so gesehen, ja, oder die Waffe wird in diesem Skin hergestellt. Und voilà, haben wir auch jetzt die Waffe mit diesem Skin. Auch wenn wir die jetzt droppen würden, wird der Skin geladen, was ich sehr cool finde. Man muss nicht warten. Zusätzlich funktioniert dieses System auch bei der Blaupause. Einfach die Blaupause anklicken, dann auf Herstellen, dann wieder außen, wo sind Skins, dann die Blaupause auswählen, außen sind Skin-Blaupause und dann wieder ausführen klicken. Ganz einfach, wie gesagt, ganz wichtig, vorausgesetzt ist, ihr habt diesen Skin. Habt ihr diesen Skin nicht, werdet ihr auch diese zwei Buttons nicht sehen. Ja, das war es eigentlich auch schon. Ganz einfach. Wie man eine Waffe beskinnt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ne? Abo, was auch immer. Algorithmus freut sich. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Und man sieht sich. Tschö mit Ö.